Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ja, wir haben ManEater erfolgreich abgeschlossen und jetzt kommt ein neues Großprojekt und wir machen weiter mit Gears Tactics. Für die Leute, die Gears Tactics nicht kennen oder die davon noch nichts gehört haben, das ist so ein Spielprinzip wie XCOM. Sicht von oben und rundenbasiert. Und ja, nicht lang schnacken, sondern wir fangen jetzt einfach mal an. Nee, Anfänger, nee, wir machen wir machen Mittel. Mill. Weil bei Erfahren bin ich mir nicht so ganz sicher, sonst verkacke ich komplett und ihr lacht mich aus. Vielleicht kann man das Spiel ja wieder ein bisschen höher stellen, wenn wir gut dabei sind. I don't glow. Ich liebe Ladebildschirme so sehr. Yeah. Ladebildschirme sind das Schönste auf der Welt. Yeah. Ohne Ladebildschirme hätten wir keine Ladebildschirme. Ah, jetzt. Nach Jahren erbitterten Krieges hatte die Menschheit endlich Frieden gefunden. Bis zum Emergence Day. Als sich ein neuer, albtraumhafter Feind aus dem Untergrund erhob und unsere Welt heimsuchte. Wir haben viel verloren, aber nie unseren Siegeswillen. Also wenn ich das hier so sehe, ne? Mitbürger von Tyrus. Heute, da verliere ich schon ein bisschen den Siegeswillen. Wird die Koalition der ordentlichen Regierungen zurückschlagen. Diesen unsäglichen Bestien, diesen Locust, wird heute Einhalt geboten. Ich, Vorsitzender Prescott, habe einen vollen planetaren Angriff mit dem Hammer der Morgenröte genehmigt. Auf meinem Befehl wurden Infanterieeinheiten der Korps in die größten Städte des Orders überlebt. Alle Bürger, die nicht rechtzeitig evakuiert werden können. Die Koalition schätzt ihre Aufforderung. Vergebt uns. Doch nur so können wir. Na, hallo. Kopf hoch, Private. Wenn du Prescotts Blödsinn überlebst, kannst du alles überleben. Wer fackelt die ganze Welt ab, um die Maden zu töten, Sarge? Werde ich sie jemals wiedersehen? Ich weiß nicht. Brauchst du einen Unterschlupf? Komm schon, wir feiern eine Party. Du solltest das annehmen. Diaz. Sonderauftrag, Sergeant. Begeben Sie sich sofort zu General Beckets Büro im CIC, um Geheimdokumente abzuholen. Bestätigen. Nein, Sie haben den falschen Gear. Ich kümmere mich um den Fuhrpark. Sie haben Ihre Befehle. Zentrale, Ende. Lass mich raten. Du
begleitest mich dorthin. Nun, wenn du darauf bestehst. Sehr schöne Bekleidung. Freut mich. Geht's wohl zu Fuß weiter. Das CIC ist da vorne. Okay. Okay. Nutzt Deckung. Okay. Defensive. Scheiße, Locust-Truppen im Anmarsch. Drohnen, ich sehe sie. Okay, Kamera. Kamera ist klar damit. Deckung, Diaz. Im Fuhrpark vergessen, wie man kämpft. So ungefähr. Damit können wir uns bewegen. So, okay, am Anfang werden wir noch ein bisschen in die Hand genommen. Das heißt, wir werden hier hin. Aber. Ja, du bist wohl erschossen. Ich habe freie Sicht auf die Drohne. Greife an. Okay. Bewegen oder schießen? Natürlich. Werden wir schießen. 100% Trefferchance, also. Hast du freies Schussfeld, dann schieß! Das nehmen wir doch gerne an. Ziel ausgeschaltet. Da ist noch eine. Haben wir mit ihm noch Aktionspunkte? Das würde mich mal interessieren. Da, also laufen kostet. Null Aktionspunkte. Klemmt der Finger im Abzug? Schieß auf die Drohne! Ja, darf ich mal ganz kurz hier. Verflucht, die Maden haben sich eingegraben. Flankieren! Verstanden, begebe mich in Position. Dann flankieren wir mal. Auf den Präsentierteller! Okay. Dann draufballern. Hättest du unter der Erde bleiben sollen, Made. Genau, du Made, du. Verpisse dich. Aktionen. Die meisten Fähigkeiten erfordern Aktionen. Für einige Fähigkeiten wie das Überbrücken langer Distanzen werden mehrere Aktionen benötigt. Jede Einheit hat 3 Aktionen. Okay. Die Hammerangriffe warten nicht auf uns. Erledige diese Maden, damit wir zum CIC kommen. Bringt mich nicht mal ins Schwitzen. Wir können hier in den Nahkampf gehen. Aha. Das machst du gerne. Lecker. Und erledigt. Okay. Mit ihnen. Jetzt überlege ich gerade. Werden wir mal hier in Deckung gehen? Ich bin hier. Und wir werden. Ich glaube, wir werden in Nahkampf wieder gehen, oder? Hier komme ich, ihr Penner. Lecker. Alles klar, dann los. Hast du einen Namen, Soldat? Redburn. Sid Redburn. Erzähl mal, Sid Redburn. Du weißt ganz offensichtlich, wo du hin willst. Also, wieso bin ich hier? Schätze, da oben mag dich jemand, Sergeant.
Oh ne, die Viecher. Nahkampfjäger. Okay, die greifen sofort an, wenn man denen zu nahe kommt. Das heißt, wenn man denen so nah ist, hitten die automatisch, habe ich das Gefühl. Haltet sie auf Abstand! Das heißt, wir werden Feuerschutz. Okay. Hab sie im Visier. Ich gebe auf dieser Seite Feuerschutz. Feuerschutz. Mithilfe der Fähigkeit Feuerschutz können Einheiten während der Züge deines Gegners schießen. Deine Einheiten feuern einmal für jede Aktion. Okay, dann werden wir mal... Los, gib endlich Feuerschutz! Gut, so. Ich decke die andere Seite. Und... Okay, wir werden immer noch an die Hand genommen. Ziel erfasst. Ich überwache von diesem Winkel aus. Ja, Feuerschutz ist irgendwie eine coole Scanne Fähigkeit. Jetzt nach Maden. Bin ich mal gespannt. Idee, oh ja. Scheißkerle. Cool. Okay, ein Kriecher ist durchgekommen auf der linken Seite. Ist aber nicht so schlimm. Bewegen, bis du ihren Feuerschutz brichst. Okay. Okay, er hat eine Fähigkeit hier einmal kampfunfähig machen. Kann mich nicht bewegen, bis du ihren Feuerschutz brichst. Dann werden wir mal den Feuerschutz durchbrechen. Okay. Damit haben wir den Feuerschutz zumindest auf der Seite. Und ich habe vergessen, meine Facecam wieder anzumachen. Es tut mir so weh. Damit haben wir den Feuerschutz auf der Seite schon mal unterbrochen. Das ist sehr gut. Ja, sollen wir schießen oder in den Nahkampf gehen? Ja, komm, wir schießen mal lieber. Sonst darf er noch einen Zug machen. Abschuss bestätigt. Auf dem Weg zur Drohne. Das Problem ist... Die Drohne ist auf dem Präsentierteller. Schnapp sie dir! 3 Züge Abklingzeit, okay. Nachladen, okay. Nachladen wäre, glaube ich, sehr sinnvoll. So. Habe ich jetzt nachgeladen? Warte mal. Stirbt in 2 Zügen. Ja gut, dann warte mal. Wir machen es mal anders. Wir werden mal hier hingehen. Die Drohne ist auf dem Präsentierteller. Schnapp sie dir. Achso, wir sollen hinrichten. Achso, wir sollen. Okay, ja gut. Dann richten wir mal hin. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. So ein Anblick inspiriert einen Gier geradezu. Habt ihr noch einen extra für diese Drohne? Können wir auch einfach hier Nahkampf? Ne, dürfen wir nicht, ne? Okay, schade. Gut. Gegner ist am Zug. Okay, wir haben wieder 3 Krieger. Noch mehr! Das Dokument, hinter dem wir her sind, sollte besser verdammt wichtig sein. Über unsere Gehaltsstufe, Sergeant. Ab zum CIC, bevor uns der Blitz trifft. Keine Munition mehr, das heißt, wir müssen nachladen. Jetzt hat es funktioniert, okay. Und wir geben mal... Tja, ist jetzt die Frage, ne? Moment. Wie
Teuer ist Feuerschutz. 2 Aktionspunkte. Das ist schlecht. Okay, dann geben wir mal hier Feuerschutz. Ich halte die Augen offen. Verstanden. Okay. Ich glaube, hier machen wir jetzt eine Hinrichtung. Auf dem Weg. Neutralisiert. Werden aber, jetzt bin ich am Überlegen, werden aber, glaube ich, nochmal. Zumindest hier hingehen. Und werden auch hier in die Richtung Feuerschutz geben. So. Sichere mir ein Schussfeld. Mal gucken, ob das sinnvoll war. Genau ins Fadenkreuz. Wir sind gottverdammte Profis. Okay. Sah doch gut aus. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen knapp hier mit Deckung. Deshalb bin ich gerade am Überlegen. Ich würde sogar, ja. Der Karton hier oder was das hier in der Mitte sein soll, lacht mich zwar ein bisschen an, aber ich finde die Deckung ein bisschen. Nicht so gut. Aber ich glaube, uns bleibt hier nichts anderes übrig. Und jetzt? Die Party geht los. Es war von mir keine sehr. Oh, fuck. Oh, die kommen sehr nah. Okay. Das war jetzt von mir keine sinnvolle Deckung. I know it. Okay, der Ene ist da geschützt. Boah, wie machen wir das mit ihnen? Ich würde gerne mal die Passive versuchen. Was ist denn hier? Ah, passe. Das heißt doch passive Fähigkeit, oder? Ja, passive Fähigkeit. Wenn diese Einheit eine andere Einheit tötet, wird jeder Verbündete um 4% seiner maximalen LP geheilt. Ah, okay. Das ist eine. Okay. Müssen nachladen. Weiter geht's. Damit können wir jetzt auch den Feuerschutz machen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn wir das von da aus machen. Wir machen es trotzdem mal. Wir haben hier Deckung. Luft ist aktiviert. Mal gucken. Keine Munition. Ziel ausgeschaltet. Würde das Ding mal jemand an die Leine nehmen? Ja, war jetzt taktisch gesehen jetzt nicht so sinnvoll von mir. Ich hätte vielleicht mich ein bisschen zurückziehen sollen. Aber. Zeit, was für unser Geld zu tun. Und nachladen nicht vergessen. Problem ist, wenn wir, glaube ich, jetzt in Nahkampf gehen, dürfen die doch bestimmt nochmal schlagen, oder? Ja. Kann ich mir irgendwie denken, okay. Egal. Ach, und ich darf dann keinen Nahkampf mehr machen, oder was? Ist das scheiße. Okay, das heißt. Unterwegs. Hierhin. Okay. Es heißt es primär überhaupt gar nichts, wenn ich jetzt hier. Aber darf er noch einen Nahkampf machen? Jetzt einfach mal zum Testen. Kannst du mal bitte den Gegner wechseln? Hallo? Ich würde gerne mal wissen, wie man den Gegner jetzt wechselt, wenn man jetzt hier draufklickt. Hä? Ah, wie wechselt man jetzt? Ich habe keinen Plan, wie man jetzt hier. Ich habe alles jetzt schon.
Was habe ich jetzt gedrückt? Scheiße. Ich zoome einfach jetzt gerade noch ran, aber manchmal klappt das und manchmal nie, oder was? Hä? Ich verstehe noch nicht so ganz, wie ich jetzt hier einen Gegner wechseln kann. Jetzt mal ohne Spaß. Ich habe das gerade doch hinbekommen. Darf ich jetzt mal einen Gegner wechseln hier? Ich verstehe nicht, wieso. Egal. Okay, er durfte mich auch noch. Okay. Wir müssen hier weg. Müssen hier hin. Drücke aus. Und wir haben noch. Na wohl, warte mal. Wir werden lieber auf Dings gehen. Wir machen mal so. Sichere mir ein Schussfeld. Mal gucken, ob das hin. Ja, okay. Dünnen wir sie aus. Na, kommt er so weit? Okay, er kommt so weit, aber ist nicht so schlimm. Oh, das tut weh. Zeit, was so. Für unser Geld zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal loslaufe, werde ich ja nochmal gehittet, ne? Auf dem Weg. Und wir machen es halt trotzdem. Alles sauber. Los, in CIC. Boah, das wäre jetzt so heftig, wenn jetzt doch noch Gegner kommen sollten. Wechsle die Position. Ich hoffe es natürlich nicht. Achtung, bereit machen für die Arschlöcher. Zeit, ein paar Maden zu schreddern. Okay. Schlecht von meinem Leben her. Ganz schlecht. Okay. Okay, wir machen das so, warte mal. Redburn, du gehst hier hin. Und mehr geht nicht, oder was? Okay. Ich halte die Augen offen. Okay. Was passiert, wenn ich jetzt einfach hier reinlaufe? Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das. Ich werde mal Just for Fun jetzt nochmal. Oh, soll ich einfach da reinlaufen? Ich weiß nicht, ob man das machen kann. Ah nee, warte mal, wir machen es mal so. Kommt nur her, ihr Wichser. Na, okay. Dann starten wir das mal die Show. Passiert nichts, okay. Feinde im Anmarsch! Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht den ganzen Zug überspringen, ich wollte nur seinen Zug überspringen. Wie geht denn das eigentlich, nur seinen Zug überspringen? Das würde mich jetzt echt mal interessieren, weil wenn ich jetzt Zug beenden gehe. Dann mach von mir auch so. Bin bereit. Okay. Jetzt geht's zu Fuß weiter. Die Reaver sind im Vorbeiflug. Also, wonach suchen wir? Nach einem streng geheim aussehenden Ordner. Was zum? Dafür hast du später noch Zeit. Wir werden Spaß haben, du und ich.
Nein. Ich habe Prescott gesagt, dass ich das nicht mehr mache. Der Hammer der Morgenröte. Zeit zu gehen. Konntest dich nicht ewig im Fuhrpark verstecken, Diaz. Scheiße, ich hoffe... Los!